Geh rein. Hallo, Jerry. Servus. So habe ich mir das vorgestellt. Gefällt dir? Großartig. Traumhaft, wirklich, habt ihr super gemacht. Schön poliert, das hat der Max gemacht. Der Vater hat den Schein putzt, dass du da schön ausschauen kannst. Und ich habe die Plastikteile gemacht, Reifen. Da war er stolz, mein Opa. So ein schönes Auto. He? Genau richtig für heute auf die Nacht. Für heute auf die Nacht? Ja, 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 wir haben ja. Ja. Was? Ich glaube, du wirst noch ein bisschen was machen müssen, dass dazu passt. Du weißt ja. I don't need to tell you how them times get me. I was only thinking about myself. Heute in der Freizeit. Warum das Rasiermesser beim Bader schreien muss, Dampf gegen Falten hilft und was sie noch brauchen für den perfekten Auftritt. Es ist schon klar, dass ich mich natürlich auch ein bisschen aufpoliere. Ja? Für heute auf die Nacht. Ja. Wenn wir zwei schon mal, dann, gell, dann schon richtig. Und so Tipps kann man ja immer mal brauchen, ehrlich gesagt. Also, goldene Hochzeit oder sowas. Oder ja, oder eine Familienfeier wie ein runder Geburtstag. Oder was Größeres wie zum Beispiel. So eine Oscarverleihung oder so. Hä? Ja, eine Oscarverleihung. Ja. Deswegen. Fangen wir jetzt einmal an. Von der Werkstatt von die drei Sommerers in München sind wir, also der Opel und ich, zuerst nach Niederbayern gefahren, in den kleinen Ort Grafenau. Hier arbeitet seit vielen Jahren der Kurt Stangl als Säumerbader. Säumerbader. Gut dann. Hallo Jerry. Hallo Jerry, grüß dich. Du, ich habe gerade noch einen da jetzt, aber sitzt dich hier dabei. Achso, ja, weil Termin haben wir ja nicht ausmachen. Nein, Termine mache ich nicht, weil ich mache es schön gemütlich und habe meine leider so erzogen. Das muss rauchen. Charlie, das muss rauchen. Wie lange ungefähr darf es denn dauern? 5-6 Minuten einsaufen, dass die Barthaare schön weich werden. Für die Haut ist das ganz, ganz gut. Bei dir wird es noch ein wenig schwieriger werden, weil du hast noch ein bisschen eine trockene Haut. Habe ich, ja. Ja. Mir geht es nur um die, dass man wegen die Koteletten, dass man da vorsichtig sein. Ja, dann ja, so Handmaschinerie da. Eine Handmaschine. Gut geschäumt ist, halb rasiert, kann man sagen? Ist dreiviertel rasiert. Ich habe ja schon mal einen Einzelunterricht gehabt beim Kurt. Vor ein paar Jahren haben wir dann auch das Equipment dazu gekauft. Und? Wie ist es gegangen? Bei den Eigenversuchen, da hat dann mein Gesicht mehrmals ausgeschaut wie München nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt habe ich es zur Seite gelegt und gehe lieber wieder zum Kurt und lass mich da verwöhnen. Naja, vielleicht hätte er vorher das Rasiermesser schleifen sollen. Hä? Also zuerst kommt der Stein. Du musst mit dem Daumen ein bisschen Gewicht ablegen, minimal. Dann tust du es ganz vorsichtig weg, drehst das Messer um und fährst wieder wellenlinig so runter. Dann gibt es einen Achterlauf, dann Stoßrimmen und dann Streichrimmen. Streich, 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 Streich. Was haben wir Juchten. Da? Juchten. Wenn das Messer schreit, dann weiß ich, dass es scharf ist. Jetzt hört man es schon.
ist ja schon Vertrauenssache, glaube ich, gell? Das habe ich überhaupt nicht schief gehört. Bei der Polizeihauptkommissar, der liebt ein wenig gefährlich dann. Also, Polizeihauptkommissar kommt zum Rasieren? Ja, ich rasiere seitdem schon mal, ich glaube, 40, 45 Jahre. Ich kriege ja immer Pickel, deswegen habe ich immer so einen Dreitagesbart. Das bist halt du, das ist ganz klar. Wie, das bin ich? Weil ich mich nie gescheit rasiert habe, oder wie? Sag mal, wenn du jetzt mir folgen darfst und tust das alles, was ich sage, dann kannst du den gleichen Erfolg erleben. Grundsätzlich im Leben oder bloß beim Rasieren jetzt? Ja, jetzt oder so. Ach so. Aber das ist schon auch die Sorfer, oder? Rasierschaum ist. Ist Gift. Die Emulgatoren haben zu scharf. Und da ist jetzt Lanolin drin in der Seife. Das ist eine extra Rasierseife. Ja, extra Rasierseife, die wirklich, wirklich mild ist. Aber man braucht ein bisschen Zeit. Zeit braucht man auf alle Fälle. Ja. Aber die hat man bei mir nicht, also da fällt überhaupt nichts. Das ist ein bisschen Zeitstäbel im eigentlich, gell, wenn ich mich so umschaue. Ja, Touren gehen schon noch. Touren gehen noch, aber ansonsten. Das ist ja das Schöne, wenn du 5, 6, 7 Leute herin sitzt, dann geht der Gaudi. Das ist ein Museum quasi eigentlich. Ja, da unten, der kleine Kurt in Lederhosen. Und da im historischen Gewand. Der Kurt Stangl nennt sich eben noch Bader. Einer, der auch das Rasieren gelernt hat zu einer Zeit, als Rasieren beim Friseur 70 Pfennig kostet. Und damit die Kunst der Nassrasur nicht ausstirbt, gibt er sogar Kurse. Oder man lässt's machen für 6 Euro bei ihm im Frisiersalon. Mit Zeit. Wellness für den Herrn. Ja, so wie es auch der Charlie, Polizeihauptkommissar AD, beim Säumerbader kennengelernt hat. Und jetzt kommt Rasierwasser. Das ist immer der schönste Moment, oder? Kalte Kompresse. Wie eine kalte Kompresse? Dass die Haut wieder zusammenzieht. Dann habe ich ja alles falsch gemacht. Deswegen hat es ja nie was werden können bei mir. Ja, genau. Wahrscheinlich. Schön ist er. Schon mal eingeschlafen? Nicht nur einmal. Ehrlich? Ungelogen. Darf ich riechen? Original. Original, oder? Ja. Gibt's. Er schreit nicht, also haben wir der Haut nichts da. Und jetzt noch ein bisschen gewachelt und dann kommt noch ein bisschen Creme drauf. Das kannst du auch, oder? Tolle. Ja, schau her da. Gut. Und die Stelle. Ich glaube, Trinkgeld drehen wir noch, gell? Ja. Das Leben kann schlechter sein, gell? Wesentlich. Ja. Kosmetik für den Hirn. Ja. Jawohl, so, jetzt haben wir es schon geschafft. Bin ich dran jetzt, gell? Ja, bitte schön. Zieh Jacken aus. Ja, ja. Jawohl. Habe ich dir recht. Fühlt sich gut. Ja, viel Spaß. Danke, habe ich. Oder haben wir doch, gell? Bis zum nächsten Mal. Haben wir auf alle Fälle. Wunderbar. Gut, Schmidt, es wird ernst. Wir fangen an mit dem festlichen Kopf. So, Max, hast du eine Vorstellung jetzt? Ja, pass auf. Also, es geht im Prinzip darum, dass ich wieder ein bisschen schöner werde. Ich meine, ich weiß zwar nicht, was da noch schöner werden kann. Nein, eh nicht, Gesicht, aber ein bisschen halt. Ja, dass wir die Koteletten wieder ein bisschen stutzen und ein bisschen in Form bringen. Ja. Aber die dürfen, also ohne Koteletten kann ich nicht mehr atmen. Dann den Drei-Tage-Bart wieder ein bisschen zurückschneiden, aber eben nicht glatt rasieren. Und dann bin ich eigentlich schon wieder wahnsinnig schön. Gut. Das ist eine Handmaschine, 70, 80 Jahre alt, aber funktioniert noch voll. Funktioniert noch. Ja, weil irgendwann haben sie ja gesagt, machen wir es elektrisch, weil es vielleicht besser ist. Ne? Probieren wir es mal. So, dann. Ja, schauen wir mal. Mit was schauen wir mal? Ja, wegen der Länge, weißt du? Das darf man nicht völlig nehmen. Okay, weil das sind ja schon meine Koteletten. Ja, ja, ist klar. Ach, gibt's ja nicht. Hä? Sind das 10 da oben? Was machen 10 bei dir? Ja, weil der Bruder alles macht, hat 10 gerissen. Der hat früher auch 10 gerissen? Ja, freilich. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Aber der hat auch geschnitten quasi und 10 auch gerissen? Der Bruder, der approbierte Bruder. Darum hast du auch probiert, der Bruder. Der hat alles auch probiert. Ach so, ja. Wahnsinn, ja. Es ist eh relativ alt alles bei dir, gell? Muss das ist so fast eigentlich ein Museum. Ich bin ja auch schon älter. Und machst das ja schon länger, gell? Das mache ich schon lange. Nächstes Jahr werden 60 Jahre schon. Ehrlich, hast du mit was hast du? Mit 5 angefangen, oder was? Nein, mit 14. Ja, Wahnsinn. Und wie lange machst du das normal? Ja, wenn es noch der Frau geht, müsste ich morgen aufhören, aber schauen wir mal. Kann ich mich bei den Koteletten entspannen? Gut. Ja. Passt, gut. Danke zu, dass du nicht so viel siehst. Das ist mein Ohr, was da hängt. Ja, das ist der Kamm. Ach so, ja. Da tut nichts.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da ist ein richtiges Gesicht drunter unter dem Bart. Ja, ja. Wie ich angefangen habe, ja. Lernen, 63. Ja. Da ist alles noch ganz anders zu sehen. Da ist noch jeder geschniegelt und biegelt dahergekommen. Richtig, aber glatt. Mit Krawatten. Warum, dass ich heute Krawatten drum habe? Mein Chef hat eine Krawatten drum gehabt, weil da haben die Leute mehr Respekt von mir. Fertig. Fertig. Super. Ah, herrlich. Just in time. Oh, schön. Ist gut. Ha? Aber jetzt kommt schon ein bisschen was drauf, so ein bisschen Shishi und ein bisschen für Pflege. Ja, bitte. Das riecht ja schon so, gell? Okay. So Shishi. Ja. So, Max, jetzt bist du fertig. Okay. So. So, bitteschön. Das Gesicht hätten wir schon mal. Ja. Also das, was halt möglich ist. Now I know just where I'm going, no more doubt of fear. So, oder? Was sagst du? Na ja, ist einmal ein Anfang. Also, hä? Geht ja noch weiter. Keine Sorge. Jetzt kümmern wir uns um die glatte Mitte. Vom Kurt in Grafenau sind wir also weitergefahren Richtung Chiemsee. In Söchtenau im Landkreis Rosenheim liegt das Schneideratelier von der Gudrun Weber. Ein Atelier für Upcycling-Mode. Schau mal, Marie, ich habe hier noch eine andere Schürze. Ja. Die wird vielleicht auch ganz gut dazu passen. Die können wir uns ja gleich mal anschauen. Davor hat die Gudrun 20 Jahre in der Modeindustrie gearbeitet. Und wie taugt's da, Nina? Sehr gut, ja. Staatsexamen. Juhu. Genau, ist auch egal, welches Wetter passt dann immer. Das ist ja die Chakra-Seide. Wenn du einen Rotweinfleck oder sowas drauf hast, kannst du vorsichtig waschen mit ein bisschen Shampoo. Und heute entwirft sie ihre eigene Kollektion. Marie, und? Bist schon aufgeregt? Total. Deine Hochzeit. Am liebsten verwendet sie edle Reststoffe, welche von den Herstellern als Abfall entsorgt werden. Wie taugt dir die Seidenschürze? Die gefällt mir sehr gut. Bei der musst du in der Pflege ein bisschen aufpassen. Yeah. Die ist wirklich hauchdünn. Die am besten nur durchs Waschbecken mit ein paar Tropfen Shampoo durchschwenken. Die ist ein bisschen robuster. Das ist eine Wildseide. Da musst du ein bisschen aufpassen beim Waschen. Die ist trotzdem sehr festlich. Yeah. Schön mit dem Kasperl. Servus. 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 Ich komm gleich. Magst du schon mal rübergehen? Geh schon mal rüber. Alles klar. Servus. Servus. Du kommst wegen deinem Anzug, den brauchst du heute Abend. Dringend. Pass auf, mit dem Hemd, es muss irgendwie ein bisschen sauber werden. Nicht, dass ich es nicht gewaschen hätte, aber den Dreck, Kragen. Diese gelblichen Flecken, die entstehen durch körpereigene Enzyme. Vor allem durch Schweißflecken am Kragen oder unter den Achseln. Das wasch mal mit den anderen Herrenhemden. Wir arbeiten ja viel mit hochwertigen Herrenhemden, die wir zu Kinderdirndeln upcyclen. Da gibt es ein einfaches Hausmittel. Mit dem Zaubermittel waschen wir das. Zaubermittel? Ja. Zaubermittel klingt gut. So. So. Dann stopfen wir alles rein. Jawohl. So, und jetzt Zaubermittel. Mit dem wäschst du dein Hemd. Was steht da drauf? Moment, Wäscheblau. Mhm. Das ist Blitzeblau. Da ist Natron und Waschblau drin. Das Natron, das nimmt den modrigen Geruch und das Waschblau macht die Wäsche blau. Nimmt den gelblichen Stich. Also ich meine, ich hab bloß ein Hemd. Das waschen wir damit. Okay, gut. Dann mach ich das dann rein. Du kannst es hier am Hemd abputzen. Ehrlich, jetzt muss ich wirklich. Ja, freilich.
Und noch ein bisschen Waschmittel dazu. Wäscheblau. Das ist quasi wie so ein altes Hausmittel eigentlich, oder? Genau, und kostet nicht mal einen Euro. Gibt sowas Einfaches auch für meinen Anzug? Jetzt ist er natürlich ein bisschen sehr geschlampert, gell? Dass wir den ein bisschen auffrischen. Da müssen wir wissen, wie viel Prozent Wolle drin ist. Das ist meistens ja innen drin. Innen drin, richtig. Da steht jetzt drauf 90% Wolle. Genau. Und Wolle immer nur aufdämpfen. In der Wolle ist ja Lanolin und dieses Lanolin hat ja einen Selbstreinigungseffekt. Deswegen sprühen wir den jetzt nur ein und glätten den dann mit dem Dampfbügeleisen. Mit was sprühen wir ihn ein? Einfach nur mit Wasser. Und dann glätten wir den mit dem Dampfbügeleisen. Jetzt haben wir da ja so ein Profieisen. Das habe ich ja nicht. Ja, aber das geht mit jedem ganz normalen Haushaltsbügeleisen. Das streichelst du eigentlich mehr, als dass du es berührst. Nicht berühren, sondern nur den Dampf drüber gleiten lassen. Genau. Und so kannst du eigentlich jedes Teil wieder auffrischen. Die Hosen auch, oder? Aber das Lanolin, das riecht schon ein bisschen, gell? Ja, das geht aber dann wieder weg, wenn es abkühlt. Für welchen Anlass brauchst du denn die Sachen? Ich habe quasi eine Verabredung, ein Rendezvous. Wieso? Wenn du auf einer Party warst und neigeschwitzt hast und der müffelte ein bisschen oder der riecht nach Keller, wenn er da länger hing, dann kannst du den mit hochprozentigem Alkohol aufdämpfen. Ins Bügeleisen rein oder was? Ne? In die Sprühflasche rein, an die gewissen Stellen einsprühen und dann nachdämpfen. Mit dem Bügeleisen nachdämpfen und dann geht der Geruch raus. Das ist gut. Jetzt habe ich da noch meine Krawatten. Da weiß ich tatsächlich, dass es eine Seidenkrawatte ist. Aber heute ein bisschen verkruckelt da in der Mitte. Gell? Ja. Was mache ich? Das ist kein Problem. Bei Seide musst du nur auf die richtige Pflege achten. Hast du ja vorher gesehen, die Mädels haben die Abendkleider und das Hochzeitskleid angehabt. Den sage ich auch immer. Sie müssen das richtige Waschmittel nehmen. Sie dürfen es nicht zu heiß waschen. Es darf nicht zu stark geschleudert werden, es darf nicht zu heiß gebügelt werden. Und da musst ein bisschen aufpassen. Die Seide ist ja ein Enzym quasi aus der Spucke der Seidenraupe. Ist also wirklich sehr empfindlich. Das ist mit der falschen Behandlung endgültig zerstört. Ich habe jetzt gerade so einen Fall, was passiert ist. Ja. Da ist die Seide mit dem falschen Waschmittel gewaschen worden, mit einem Bleichmittel. Das ist ein und dasselbe Dirndl. Das hier ist das Original und das ist das falsch gewaschene. Das hier ist völlig stumpf und matt und weich und das hier hat noch richtig Seidenstruktur. Das ist Seide, das ist fast Baumwolle. Wir nehmen die Krawatte, ja, bügeln die von links, legen ein feuchtes Tuch drauf. Das ist sehr wichtig. Nicht direkt auf die Seide. Mit der Hitze zerstörst du die Faser. Also Metall nicht direkt auf die? Auf gar keinen Fall. Braucht nicht viel. Nur ein bisschen Dampf. I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep. Achso, ja. Gut, schau's aus. Fertig, oder? Achso, ja. Ja, genau. Bist du ein Schmidtschee ist, hä? Aber jetzt haben wir es bald. Es fehlt nur noch der glänzende Auftritt. Also sind wir zurückgefahren nach München, mein Opel und ich. Von einer Stoffexpertin zu einer Schuhexpertin. Im Viertel der ehemaligen Hoflieferanten nahe der Residenz findet man das Schuhgeschäft von Brigitte und von ihrem Bruder Peter Eduard Meyer. Einst königlich bayerische Hoflieferanten. Gell, Herr Prinzregent?
Auch für die zweite Frau von Kaiser Wilhelm II. Ließen Brigittes Vorfahren Maßschuhe anfertigen. Und nach wie vor zählen Ettmeier-Schuhe zu den renommiertesten deutschen Luxusgütern. Damit man von dem edlen Leder recht lang was hat, geben die Meyers ihr Wissen in Schuhputzkursen weiter. Ja, und da kommt der fast schöne Schmidt ins Spiel. Also ich. Brigitte, habe ich die Ehre. Max, servus. Ja. Ui. Haben wir ein Problem mit dem Glanz der Schuhe? Ja. Ja, du sag einmal, haben die eigentlich schon einmal einen Schuhformer gesehen? Einen Schuhformer? Ja. Nein. Umgangssprachlich sagt man Schuhspanner. Wir sagen das nur nicht so gern, weil der Schuh soll nicht gespannt werden, sondern er soll in seine ursprüngliche Form wiederkommen. Das ist auch bei Damenschuhen wichtig. Er muss den Schuh wieder ein bisschen ausstrecken, die Gehfalten glätten, dass er an diesen Punkten ausformt, nicht zu starken Druck hat, weil sonst leiert die Ferse aus. Da kann man nichts kaputt formen mit so einem Schuhformer. Er muss auf die Schuhform passen, er darf nicht zu groß sein, dass er den Schuh nicht zu sehr ausdehnt oder zu sehr ausleiert. Werden wir erst einmal aus, ob der da reinpasst. Ja, wunderbar. Also, das machen wir jetzt so, Max. Ja, bitteschön. Den durchfeuchten wir jetzt richtig gescheit mit dem Lederdehner. Geben dann den Former über Nacht in den Schuh, dass der sich richtig gescheit wieder strecken kann. Ja? Und dann müssen wir morgen ans Putzen gehen. Problem ist eigentlich nur, das klingt gut, dass ich den heute abends brauche. Heute abends. Heute abends. Mhm. Ja, da müssen wir umdisponieren. Dann nehmen wir jetzt die Schuhe und ziehen uns Schürzen an und legen gleich los. Wunderbar, so machen wir das. Nimm doch mal den ersten Schuh in die Hand von dir. Zieh da bitte mal die Schuhbandel raus. Gescheites Schuhputzen heißt, dass die Schuhbandel aus dem Schuh rausgenommen werden. Das ist jetzt erst einmal eine Rosshaarbürste, um den Staub von den Schuhen zu bürsten. Es da die also Schnellglanzprodukte, so Deckel auf, drüber glänzend, Deckel zu. Es kommt darauf an, wo das herkommt. Ich würde es mal sagen, ein gutes Schuhfachgeschäft verkauft auch gute Pflegeprodukte. Ich entdecke so manches neben dem Backofenspray im Drogeriemarkt. Da wäre ich skeptisch. Muss nicht unbedingt schlecht sein. Ist gefährlich, wenn irgendwie Silikone drinnen sind oder so. Also aufs Fachgeschäft verlassen. Wir kämpfen ja gegen den eingebauten Verfall. Wir wollen, dass ein Schuh wirklich lange hält. Und wir schauen, dass man natürlich dann den Schuh, da steckt ja das Material von einem Tier drinnen, dass der durch die entsprechende Pflege richtig lange hält. Jetzt fängst du mal an mit der Bürste. Den Staub abzubürsten. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen, außer die Bürste ist zu hart. Das ist jetzt eine weiche Rosshaarbürste, sehr brav. Dann die Sohle auf der Unterseite natürlich auch. Die Sohle unten auch? Ja, genau. Gut. Dann gehst du mit der Bürste auch noch in den Sohlenrand. Zwischen dem Oberleder und der Sohle verfängt sich ja auch noch Staub. Und da mit dem Rand der Bürste so ein bisschen reinfahren. Schuhputzen, das hat ja was sehr Beruhigendes, finde ich. Es ist eine schöne Arbeit. Ja, eigentlich ist es fast was Meditatives, ja, gell? Ja, absolut. Das schaut perfekt aus. Dann geht's jetzt weiter. Das wäre jetzt die richtige Creme für deinen Schuh. Eine Terpentin-Wachspaste. Die pflegt das Leder ein bisschen, die lässt sich sehr schnell auspolieren und gibt eine schützende Schicht auf dem Schuh. Die ist jetzt aber dunkelbraun. Man nimmt immer einen Ton dunkler, als der Schuh ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt einfach farblos für alle Schuhe. Bei der farblosen Creme ist immer das Problem, mit der Zeit bricht ja dann auch die Creme. Kriegt dann so graue Gehfalten. Das ist einfach nicht schön, wenn es irgendwie geht, in der Farbe pflegen. Gut. Der Gentleman putzt ja selber, Gentle Lady auch. Klar. Langsam auftragen.
Und wenn du mit dem Oberleder fertig bist, wird der Sohlenrand gescheit damit eingeklebt. Der auch noch damit? Der auch noch, ja. Das riecht schon so gut, hä? Ja. Und ich würde jetzt an meinem Schuh das zeigen, was ich dir eigentlich vorhin empfohlen habe. Die professionelle Abreinigung des Leders und dann die Wasserglanzpolitur. Den oberflächlichen Staub weg. Und jetzt gehe ich mit dem Lederreiniger dran. Der entfernt Schuhcremereste, die sich ja unangenehmerweise so ein bisschen mit dem Straßenstaub verbinden. Jetzt mache ich mal weiter mit der Wasserpolitur. Jetzt nehme ich wieder die Terpentin-Wachspaste und trage die dünn auf. Wenn ich dann damit das Leder ein bisschen gesättigt habe, dann kann ich so ein bisschen Wasser auf meinen Lappen nehmen und vorsichtig anfangen auszupolieren. Das Wasser ist praktisch zwischen der Creme und dem Lappen der Gleitfilm. Ist das das, wenn die früher auf die Schuhe gespuckt haben? Genau. Und dann poliert haben? Genau. Ziegenhaar? Ja. Jetzt kannst du ruhig drauf spucken. Das Geräusch, ja, das ist schon allein macht den Schuh viel glänzender. Das schaut ja jetzt schon gut aus. Ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Ja. Und dann war's soweit. Der Schmied ist schön. Oder? Finde ich gut, dann bin ich genau richtig. Hat's passt mit der Zeit. Brigitte, vielen Dank. Max, seinen Schuhen kannst du zwar jetzt nicht legen heute Abend, gell? Danke, danke. Wunderbar, hab ich verstanden. Vierti. Jump so high. And then he lightly touched down. Met him in a cell in New Orleans I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. Da schau her, haben wir uns was mitgebracht. Wenn schon Kino, wir zwei, dann richtig. Was kommt? Lass dich überraschen.